Okay, herzlich willkommen zur finalen Vorlesung für unsere Vorlesungsreihe zur Einführung in die pädagogische Psychologie. Ich freue mich, Sie auch jetzt in unserer finalen Vorlesungswoche hier begrüßen zu können. Wir haben heute auch vor allem sehr viel Wiederholung, sehr viel vom Rückblick auch vor, aber zu Beginn wieder unser alltägliches oder allwöchentliches organisatorisches. Und zwar zunächst der kleine Rückblick für das finale Quiz, Quiz 12, wo wir uns die verschiedenen Medien und auch mit den digitalen Präsentationsformeln die Sachen angeschaut haben. Dann zum einen das Lernen mit den Medien und den verschiedenen Repräsentationsmodi, das dort zwischen dem Repräsentationsmodus und der sensorischen Modalität differenziert wird. Dann haben wir uns angeschaut die Theorie der Informationsverarbeitung, was auch so ein bisschen so auch als Wiederholung auch gesehen war zu einer unserer ersten Vorlesungssitzungen. Und dass es dort nicht so ist, dass diese multimodalen Informationen im Arbeitsgedächtnis selegiert werden, da die im sensorischen Gedächtnis halt selegiert werden. Dann haben wir uns verschiedene Repräsentationsformen angeschaut, unter anderem fotorealistische Darstellung oder Strichzeichnungen, um dabei auch zu betrachten, okay, was ist Lernen wirksamer? Und da sind Strichzeichnungen insbesondere auch hervorzuheben als eine lernwirksamere Alternative. Und dann allgemein digitale Technologien, ob diese automatisch zur Erhöhung der Lernleistung führen. Sie werden auch schon merken, so wenn es so absolute Statements dann auch irgendwie in der Klausur geben würde. Kann es gut, oder beziehungsweise dann haben wir jetzt auch hier bei dieser Frage gesehen, die Sie alle auch korrekt beantwortet haben. Das ist natürlich immer etwas schwierig. Also das ist für Sie quasi geschenkte Quizpunkte. Also aber auch sehr gut und sehr richtig formuliert, logischerweise. Okay, dann noch kurz Wiederholung. Wie sieht unsere Klausur aus? Und auch, dass Sie quasi dann die Möglichkeiten haben, dazu Fragen zu stellen. Am 9. im März haben wir unsere Klausur. Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, bis zum 26.02. Können Sie sich auch noch für unsere Klausur anmelden über den Link in dem Formular, was da angegeben wurde. Wir haben auch schon mittlerweile, ich glaube, 220 oder 230 Klausuranmeldungen, also wirklich sehr gut. Aber bitte teilen Sie auch noch den Link zu dem Anmeldeformular mit Ihren Mitstudierenden oder wenn Sie wissen, dass jemand aus dem vorherigen Semester vielleicht jetzt nicht in unserer Veranstaltung oder auch in der Veranstaltung bei Herrn Trautwein oder Frau Golle drin ist, bitte die Informationen dann auch weitergeben auch. Genau, drei Modulteile, wie auch in der Woche vorher gesagt, je nachdem, welchen Teil Sie brauchen, können Sie sich individuell für den jeweiligen Modulteil dann anmelden, um dann auch die Klausur dann auch zu schreiben. Klausur schreiben ist dann nur in dem jeweiligen Zeitfenster für die Klausur möglich. Ich glaube, von den Zeiten haben wir das jetzt so in Planung, dass wir für die empirische Bildungsforschung und die pädagogische Psychologie 20 Minuten haben und für die Diagnostik 30 Minuten. Also, dass Sie quasi dann innerhalb dieses Zeitfensters dann ihre sieben Themenbereiche oder die sieben Fragen. Zumindest für meine Veranstaltung werden das sieben Fragen sein mit jeweils vier Unteraufgaben. Wir haben ja auch schon die Probeklausur quasi frei gestaltet, sodass Sie auch da quasi wirklich probieren können, wie dann das Fragenformat
aussieht. Und wir haben das auch wirklich probiert, möglichst nah an der realen Klausur auch dran zu haben. Diese Einverständniserklärung, das Formular werden wir auch nochmal via Ilias hochladen, sodass sie sich das Originalformular, wo sie dann bestätigen, dass sie zum einen mit der Art der Prüfung einverstanden sind und auch zum anderen keinerlei weitere Hilfsmittel verwenden. Dieses Formular können Sie dann auch vor der Klausur schon sich herunterladen, unterschreiben. Digitale Unterschrift ist völlig ausreichend. Oder Sie können es sich auch gerne herunterladen, ausdrucken und dann halt wieder vielleicht ein Foto davon machen oder es einscannen, also wie auch immer Sie das am besten wollen, um dann das in dem jeweiligen Punkt, in diesem jeweiligen Fenster, was Sie dann auch in der realen Klausur werden, haben Sie sich das ja in der Probeklausur auch schon gut ansehen können, in diesem Probeklausurordner, dann dies auch dann entsprechend hochzuladen. Wichtig, dass Sie dieses Formular hochladen, weil ohne dieses Formular ist Ihre Prüfung wird Ihre Prüfung leider nicht als bestanden gewertet. Genau, falls Sie technische Probleme haben, schreiben Sie mir, beziehungsweise wir haben einen Zoom-Raum geöffnet ich werde, beziehungsweise auch mein Team wird auch telefonisch für Sie zu erreichen sein. Wenn Sie technische Probleme haben und beispielsweise das Internet nicht mehr funktioniert oder so, dann würde ich Sie bitten, quasi mit Ihrem Telefon ein Video davon zu machen, was quasi wirklich zeigt, hey, es klappt nicht und Sie können darauf nicht zugreifen, um dann halt quasi das auch so zu dokumentieren. Sehr wichtig, weil es natürlich schwierig ist, wenn Sie dann halt irgendwie so merken, oh, irgendwie die Klausur, das läuft nicht so wie gedacht, oh nein, mein Internet funktioniert jetzt nicht. Also das müsste dann halt natürlich etwas besser dann auch dokumentiert werden für uns. Dann wird es quasi aufgrund von technischen Problemen, wird die Klausur dann quasi wird die Klausur dann nicht gewertet. Das heißt, sie zählt auch nicht als Prüfungsversuch, sondern Sie können dann quasi sie dann zu einem späteren Zeitpunkt voraussichtlich dann im nächsten Semester dann noch einmal dann antreten. Probeklausur ist freigeschaltet, da war auch gerade eine Frage bis heute. Genau. Sie können, okay, ich schaue gleich in das Chatfenster, um auch da Fragen zu beantworten. Wenn Sie Fragen haben, entweder ins Chatfenster stellen oder wir haben auch eine freie Zoom-Leitung. Sie können also auch quasi dann direkt irgendwie sich melden und Ihr Mikrofon auch freischalten. Dann können Sie auch die Fragen direkt stellen, logischerweise. Genau. Dokument mit Hinweisen haben wir schon versandt. Apropos, viele von Ihnen, ich habe bestimmt so 10 E-Mails oder so gekriegt, dass sich einzelne Studierende noch nicht in den Klausurordner hinzufügen konnten. Sie werden quasi nach dem Ablauf der Anmeldefrist in den Ordner zugelassen, beziehungsweise der Ordner wird auch quasi danach freigeschaltet für Sie. Das heißt, wenn Sie Anfang März darauf keinen Zugriff haben, dann würde ich Sie bitten, mir doch mal eine Nachricht zu schreiben. Aber wenn Sie da vor Anfang März noch nicht darauf zugreifen können, das ist auch soweit, brauchen Sie da soweit keine Sorgen haben. Okay, ich schaue mir kurz die Fragen an, wenn es noch Fragen im Chatfenster gibt. Oder wenn Sie quasi die Fragen so haben, auch gerne ansonsten stellen. Okay. Dumm die dumm. Bis wann kann man die Probeklausur machen? Genau, bis heute wird auch schon geantwortet. Bekommen wir noch eine Mail, dass die Klausuranmeldung geklappt hat? Nein, so eine Mail kriegen Sie
So eine Mail kriegen Sie nicht, aber Sie werden ja dann quasi Anfang März, würde ich Ihnen vorschlagen, zu überprüfen, dass Sie in den, dass Sie quasi auf den Ordner zugreifen, dass Sie darauf Zugriff haben. Also Anfang März dies bitte überprüfen. In der Probeklausur könnte man in den Fragen vor- und zurückgehen. Wird das in der Klausur am 9.3. ebenfalls so sein? Ja. Dann Frage, müssen die Einverständniserklärung bei der Modulprüfung dreimal hochgeladen werden oder reicht einmal für alle drei? Genau, das ist so, Sie werden, also das ist ja auch jetzt, glaube ich, in der Probeklausur schon so gewesen. Sie haben da quasi drei, Sie haben quasi einen Ordner, in dem befinden sich verschiedene Dokumente. Zum einen befinden sich dann die jeweiligen Klausur Links, wo Sie halt auf die einzelnen Modulteile für die Klausur darauf zugreifen können, in den vorgegebenen Zeitfenstern. Und es gibt da auch noch einen vierten Klausur-Link, quasi allgemein. Und dieser vierte Klausur-Link hat nur eine einzige Frage, und zwar die Frage: Bitte laden Sie Ihre Einverständniserklärung hoch. Und diese Sache klicken Sie quasi an, und da können Sie dann diese Einverständniserklärung hochladen. Ich würde Ihnen auch wirklich empfehlen, und Frau Schneider kann das auch im Chat kurz sagen, falls das nicht zutrifft. Aber ich glaube, Sie können, also ich glaube, so eine Möglichkeit, so etwas hochzuladen, ist jetzt auch schon in unserer Probeklausur implementiert. Das heißt, wenn Sie da Befürchtungen haben, dass das irgendwie nicht klappt, schauen Sie in unseren Probeklausurordner herein und laden Sie da irgendein Dokument hoch, um quasi zu sehen, hey, wie funktioniert da das Hochladen. Okay, nächste Frage. Ab wann kann man das Dokument zur Eigenständigkeitserklärung hochladen? Wird das erst in der Klausur selbst möglich sein? Geht dies von der Zeit ab? Sie können das Dokument im allgemeinen Klausurfenster, also von 12 bis 14 Uhr hochladen. Von 12 bis 14 Uhr. Die einzelnen Modulteile in der Klausur sind ja in verschiedenen Zeitfenstern. Also beispielsweise für unsere Veranstaltung, ich gucke kurz in die Folien rein, ist das für unsere Veranstaltung ist das von 13:30 bis 13:50 Uhr. Oder quasi der erste Klausurteil geht um 12:20 Uhr los. Das heißt, Sie könnten, also ich würde Ihnen empfehlen, quasi die Eigenständigkeitserklärung in einem Zeitfenster hochzuladen, wo Sie halt kein Modulteil zu absolvieren haben. Also dann verlieren Sie auch quasi keine Zeit. Aber wenn Sie sich beispielsweise entschließen würden, die Eigenständigkeitserklärung, sagen wir mal, um 13:40 Uhr hochzuladen, was halt quasi in unserem Zeitfenster für die Klausur drin liegt, hochzuladen. Ja, also das würde dann halt logischerweise schon von Ihrer Zeit weggehen. Von daher große Empfehlung, das halt in einem Fenster hochzuladen, wo Sie halt eh nichts anderes vorhaben. Wir haben auch quasi zwischen den einzelnen Teilen auch immer kleine Pausen eingebaut, so dass Sie quasi Bio-Breaks oder so dann halt auch machen können, logischerweise. Dumm. Ich kann mit meinem Telefon kein Video machen. Wie funktioniert es dann, wenn mein Internet nicht funktioniert? Sehr guter Hinweis. Wenn Sie wissen ja, am 9.3. ist die Klausur und Sie wissen auch so ungefähr basierend auf Ihrer Erfahrung, wie stabil Ihr Internet beispielsweise ist. Also ich würde Ihnen da auch wirklich sehr stark empfehlen, dann im Zweifel zur Familie oder zu Freundinnen oder Freunden oder quasi sich an einen Ort zu begeben, wo sie davon ausgehen können, möglichst stabiles Internet zu kriegen. Das auch im Zweifel vorher noch so ein bisschen auszuprobieren, wie stabil es
ist genauso, wenn Sie zurzeit kein Gerät haben, welches eine Videoaufzeichnung erlaubt, würde ich Ihnen ebenfalls empfehlen, sich so etwas von Freundinnen oder Freunden oder von der Familie oder der Verwandtschaft halt für den Klausurtag, für diese 2 Stunden das auszuleihen. Ich glaube, die Bibliotheken, also zumindest war das an allen Universitäten, an denen ich vorher tätig war, dass es die Universitätsbibliotheken den Ausleih von Videogeräten auch, also von Videokameras ebenfalls auch anbieten. Wenn Sie quasi von der Bibliothek eine Bestätigung brauchen, dass Sie so etwas für eine Veranstaltung benötigen, bitte schreiben Sie mir. Ich kann Ihnen da dann auch irgendwie so eine Bestätigung für eine Universitätsstelle dann auch zur Verfügung stellen, logischerweise. Aber bitte frühzeitig so etwas dann auch in die Wege leiten, damit Sie halt für den Klausurtag für alle Eventualitäten dann auch vorbereitet sind auch. Ein paar Kommilitoninnen und ich fanden die 20 Minuten bei pädagogischer Psychologie und die 30 Minuten bei Diagnostik zeitlich etwas knapp. Bei empirischer Forschung konnten wir das nicht einschätzen, da es nur 30 Themenblöcke gab. Bei technischen Problemen ist die Zeit eng, wenn es beispielsweise nicht so schnell lädt wegen einer schlechten Internetverbindung. Und dazu gibt es ein bisschen Zustimmung von verschiedenen anderen Studierenden. Prinzipiell haben wir halt die Zeitfenster so gelegt, weil wir wissen, dass die Fragen, die Sie halt haben, dass Sie halt da auch vor allem quasi auf Ihr Wissen, was Sie halt sich auch als Klausurvorbereitung halt angeeignet haben, direkt zurückgreifen. Das heißt, wir rechnen damit, dass Sie quasi pro Fragenkomplex, also für diese großen 7 Fragen, jeweils wirklich nur so 2 Minuten, wenn überhaupt, wirklich benötigen, weil Sie halt wirklich dann quasi so sofort einschätzen können, okay, ist das richtig oder falsch. Und wir haben ebenfalls ja, wir sehen die Zeit, die Sie brauchen, beispielsweise für die Quizze, und die Quizze sind ja ebenfalls auch so als ein Themenblock, und da ist es auch so von unserer Einschätzung her, dass dort die Zeit eigentlich ausreichend zu sein scheint. Wir haben, und ich bin ehrlich, ich habe quasi mit den anderen beiden Dozierenden die Zeit auch schon für sie etwas nach oben verhandelt, weil wir da eigentlich irgendwie, ich glaube, die ursprüngliche Idee war 15 Minuten. Ich glaube, 15, und für die Diagnostik weiß ich das nicht so genau, aber irgendwie auf jeden Fall weniger. Und ich habe schon da quasi probiert, ihnen da auch mehr Zeit herauszuverhandeln. So, es hieß, dass wir jeden Klausurteil für sich bestehen müssen. In dem Fall können wir auch nur in bestimmten Teilen und nicht zwangsweise durch die gesamte Modulklausur durchfallen. Soweit wie ich informiert bin, wissen Sie um die Modulprüfung zu bestehen, also für die Studierenden von Ihnen, die eine Modulprüfung brauchen, ist das Bestehen von jedem Modulteil erforderlich. Genau, das heißt, wenn Sie quasi einen der 3 Teile in diesem Semester jetzt nicht bestehen sollten, dann können Sie den dann in einem zweiten Versuch oder quasi in der nächsten, beim nächsten Mal, wo die Klausur angeboten wird, dann quasi nur diesen einen Modulteil dann auch bestehen. Das ist auch übrigens so, einige von Ihnen, und das haben wir auch schon bei den Klausuranmeldungen gesehen, haben auch schon Modulteile erfolgreich absolviert und brauchen jetzt beispielsweise nur noch irgendwie einen oder vielleicht nur noch 2 oder auch je nach Studienort.
Und wir bieten dies halt wirklich so flexibel halt, modularisiert an, so dass sie quasi wirklich für ihren jeweiligen Bereich, wo sie halt dann noch die Prüfungsleistungen zu erwerben haben, die es dann auch machen können. Okay, ich sehe zurzeit keine weiteren Fragen im Chat. Wenn Sie weiterhin Fragen haben, im Zweifel lieber diese Fragen auf Piazza stellen, weil Sie dann noch mehr Studierende dann auch sehen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben das Bestmögliche für die Klausur, dann auch vorbereitet und auch mit der Probeklausur. Eventuell verlängern wir auch noch den Probeklausur-Zeitraum. Das müssen wir noch besprechen. Wenn wir den Probeklausur-Zeitraum verlängern, würde ich Sie auch noch informieren. Rechnen Sie damit, dass Sie das eventuell nur noch heute machen können, aber wir sind da noch in Besprechungen. Genau. Ja, also machen Sie auf jeden Fall da auch die Probeklausur, damit Sie also irgendwie, damit Sie da auch vor allem quasi mit den technischen Voraussetzungen dann halt auch klar kommen, beziehungsweise wenn Sie ja auch schon die Quizze gemacht haben. Und in unserer Veranstaltung hat wirklich eigentlich auch jede Person mindestens ein oder zwei Quizze auch gemacht, sind Sie auch da eigentlich auch schon richtig gut darauf vorbereitet. Also ich kann Ihnen da auch wirklich viele Ängste, glaube ich, auch nehmen, weil die Systeme laufen wirklich, wirklich sehr stabil. Wir haben auch schon quasi in verschiedenen Veranstaltungen auch im vergangenen Semester Online-Klausuren auch gemacht und auch eigentlich nur positive Rückmeldungen von Studierenden auch dazu gekriegt. Von daher, ich bin optimistisch, dass wir da auch quasi für unsere Veranstaltung eine gute Lösung auch gefunden haben. Okay, so, jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsteile dieser Veranstaltung, und zwar unser Leaderboard. Wir sind jetzt ja quasi am Ende von unserer Veranstaltung und Sie haben ja wirklich viele Punkte auch erworben, und ich habe mir gedacht, komm, im letzten Jahr war ich quasi mit unseren 200 Studierenden, die in der Veranstaltung waren, frühstücken. Das war auch sehr witzig, dann einfach zum Bäcker zu gehen und zu sagen, hey, ich hätte gerne 300 Brötchen. Aber das können wir ja leider aufgrund von Corona nicht machen. Aber ich habe mir überlegt, für diejenigen von Ihnen, schön auch hier in die Videokamera das reinhalten hier. Für diejenigen von Ihnen, die in den Top 15 von unserem Leaderboard liegen, ich habe so eine kleine studentische Unterstützungspaket quasi zusammengebaut, mit vielen guten Sachen wie Tee und hier Hygiene, Desinfektionszeug und vielerlei andere coole Sachen hier, Dextroy Energy, das habe ich früher während Klausuren, ich weiß nicht, Sie kennen auch vielleicht so, dass Sie im Supermarkt so diese großen Dextroy Energy, die man so wirklich mit dem Löffel essen kann, ich gebe es ungern zu, aber früher bei meinen eigenen Klausuren, da habe ich mich auch quasi wirklich mit diesem Zeug immer ich will jetzt nicht sagen zugefressen, aber da zu viel zu mir dazu genommen. Aber von daher sehr cool für die besten 15 von unserer Veranstaltung habe ich das vorbereitet. Das heißt, Sie sind ja auch so gespannt, wie unser finales Leaderboard jetzt aussieht. Plus für die besten drei gibt es noch eine Schokolade noch mal oben drauf. Sie können sich dann diese Sachen in Tübingen diese Woche Donnerstag und Freitag herausholen bei mir. Ich würde Sie dann bitten, mir quasi eine
E-Mail mit einem Zeitvorschlag dann zuzusenden. Also auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an diejenigen von Ihnen, die halt da in diesem Leaderboard jetzt auch vorne liegen. Prinzipiell würde ich Ihnen auch empfehlen, die Punkte, die Sie auf Gradecraft erhalten haben, auch nochmal genauestens zu überprüfen. Und falls dort irgendwelche Fehler vorliegen, diese Fehler bitte an Frau Schneider auch zu melden. Also irgendwie, wenn Sie halt zu wenig Punkte gekriegt haben oder wenn Sie zu viele Punkte gekriegt haben, dann würde ich mich strategisch natürlich nicht melden, völlig klar. Aber wenn Sie zu wenig Punkte gekriegt haben oder halt meinen, so von wegen, oh, hier, was war denn da los? Ich habe da irgendwie einen Block eingereicht, aber und keine Punkte dafür erhalten. Dann das bitte an Frau Steider melden und wir können Ihnen dann auch die Punkte auch noch nachtragen. Wichtig dabei ist es natürlich, wir hatten wir hatten quasi für jedes Assignment verschiedene Einreichungsfristen. Wenn Sie natürlich etwas nach einer Einreichungsfrist eingereicht haben, ist es natürlich wunderbar und Sie können auch gerne Sachen nach Einreichungsfristen irgendwie einreichen, bringt Ihnen allerdings keine Punkte. So ist das halt. Genau, beziehungsweise wenn Sie beispielsweise in den Reading Reactions etwas geschrieben haben, aber quasi unter unserer Mindestwortzahl gelegen haben, schwierig. Also das bringt Ihnen dann leider ebenfalls keine Punkte. Sie fragen sich dann vielleicht, okay, warum ist das so? Aber ich sehe es vor allem, diese Veranstaltung, viele von Ihnen sind auch gerade irgendwie zu Beginn des Studiums und ich will Sie wirklich auch vor allem auf Ihr Leben vorbereiten. Und wenn Sie beispielsweise dann irgendwelche Sachen für die Steuer einzureichen haben oder jetzt hier in Baden-Württemberg, es gibt bald Wahlen. Wenn Sie wahlberechtigt in Baden-Württemberg sind, gehen Sie auf jeden Fall wählen. Aber es gibt auch da quasi einen gewissen Tag, an dem man zu wählen hat, um die Stimme abzugeben. Wenn Sie dann ein paar Tage später dahin kommen und sagen, oh, hier, jetzt würde ich aber gerne wählen, schwierig. Also von daher ist es halt wirklich auch quasi so ein Prozess, dann auch wirklich die verschiedenen Fristen, die gesetzt werden, die dann halt auch dementsprechend dann auch einzureichen. Alright, aber so viel der Rede. Ich wollte auch vor allem, dass Sie gespannt werden, auf welchem Platz Sie liegen. Von da habe ich das noch ein bisschen in die Dinge gezogen. Also Platz 16 bis 20, auf jeden Fall auch herzlichen Glückwunsch hier an diejenigen von Ihnen. Spannung steigen jetzt natürlich. Und zwar für die Plätze 5 bis 15. Herzlichen Glückwunsch. Bitte melden Sie sich auch bei mir. Und Sie sehen da auch schon, es gibt zwei dritte Plätze. Das heißt, wir haben insgesamt sogar vier Personen, die auch eine Schokolade kriegen. Wir haben auch verschiedene Schokoladen Sorten, je früher Sie sich bei mir melden, beziehungsweise je früher Sie dann sich die Schokolade herausholen, haben Sie natürlich auch mehr Wahlmöglichkeit. Prinzipiell diese Care-Pakete an sich sind allerdings identisch. Genau, also herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an jeden von Ihnen, der auch dann jetzt auf den ersten drei Plätzen jeweils auch liegt. Also wirklich herzlichen Glückwunsch, ich freue mich und ja, ich glaube, es war eine sehr spannende Reise durch unser Semester soweit. Alright, so viel dazu. Und jetzt gehen wir quasi in den Teil über, wo wir die Fragen von Ihnen beantworten. Wir haben leider nur relativ wenig Fragen auch
quasi in unserem Forum da oder quasi in diesem Formular, was ich Ihnen zugeschickt habe, gekriegt. Das heißt, wenn Sie zu den einzelnen Vorlesungen noch Fragen haben, können Sie diese Fragen dann im Chatfenster stellen oder quasi sich melden und dann die Fragen auch direkt stellen. Und es kam übrigens auch ein Kommentar zu unserem wöchentlichen Feedback von wegen, oh, die ganzen Tierbilder, die noch nicht gezeigt wurden, was ist mit denen? Keine Sorge, wir haben das natürlich vorbereitet und wir werden ja zu jeder Woche natürlich ein Tierbild gefeatured haben. Richtig gut. Also persönlich ist das, glaube ich, echt so die spannendste Vorlesung jetzt. Okay, alles klar, dann ich würde sagen, wenn wir Fragen oder wenn Sie Fragen zu den jeweiligen Vorlesungen haben, bitte auch irgendwie in das Chatfenster halt auch direkt reinschreiben. Genau, also die Einführungsveranstaltung. Okay, was war da vor allem viel? So an inhaltlichem Themenfeld quasi irgendwie, was ist pädagogische Psychologie? Genau, das war so das Hauptthema. Prinzipiell, guter Klausurvorbereitungshinweis. Sie können sich auch noch die Vorlesung auf YouTube noch einfach mal, quasi, wenn Sie Fragen haben, da irgendwie einfach punktuell hereingehen und dann halt irgendwie so vor und zurückgehen, um quasi dann auch für die entsprechenden Teile dann auch das nochmal zu hören. Oder wir haben auch verschiedene Erklärvideos, können Sie sich anschauen, beziehungsweise wenn Sie ein Erklärvideo gemacht haben, ist es allerdings noch nicht auf YouTube oder so hochgeladen haben, bitte laden Sie die Videos auch da hoch oder machen Sie die zumindest auf Piazza Ihren Mitstudierenden zugänglich. Ich glaube, davon würden auch viele profitieren. Sie sehen auch, wir haben bestimmt 30 Mindmaps oder so. Ebenfalls auch sehr empfehlenswert, so zur Klausurvorbereitung. Okay, Vorlesung 2. Entwicklung, Sozialisation und Lernen. Da haben wir uns auch vor allem so die verschiedenen Lerntheorien angesehen. Klassisches Konditionieren, operantes Konditionieren und Modelllernen. Dazu waren ebenfalls bislang keine Fragen. Das heißt, wenn Sie zur Vorlesung zwei Fragen haben, stellen Sie diese bitte. Ich gucke auch nochmal in das Chatfenster. Okay. Das sieht nicht so aus. Von daher gehen wir jetzt zur Vorlesung 3. Gedächtnismodelle und kognitive Basisfunktionen. Wir haben uns dabei vor allem angeschaut, okay, Lernen aus kognitionspsychologischer Sicht, die verschiedenen Modelle zur Speicherung von Informationen und die Repräsentation von Wissen. Okay, und da gab es auch die erste Frage zu, und zwar, wie lässt sich die Bedeutung von Begriffen, Konzepten bei der Wissensrepräsentation erklären? Okay, ich gehe einfach mal in die Vorlesungsfolien herein, um das zu schauen, weil mir gerade auch nicht so unbedingt klar ist, worauf sich die Frage bezieht. Aber schauen wir mal, dass wir das auch gemeinsam jetzt gelöst kriegen. Okay, wie mache ich das jetzt gut? Ich starte jetzt einfach mal jetzt hier diese Präsentation ebenfalls. Mal schauen, ob das die überspringt. Okay, sehr gut. Okay, jetzt muss ich mir noch mal kurz die Frage anschauen, weil ich das leider vergessen habe, was die Frage war. Wie lässt sich die Bedeutung von Begriffen und Konzepten bei der Wissensrepräsentation erklären? Okay, Wissensrepräsentation. So, jetzt müssen wir uns das kurz anschauen hier. Können Sie das sehen, wie das was weitergeht? Nee, können Sie nicht. Okay, schauen wir mal. Okay, here we go. Sehen wir. Ah, nee, das war die verkehrte, glaube ich. Ist die? Nee. Die? Ich stopp das einfach mal. Moment. Okay, so. Jetzt machen wir hier Resume Slideshow. Jetzt klicke ich hier weiter. Passiert. Ah, passiert was. Ein Traum. Ein Traum, ein Traum, ein Traum. Okay. Okay. So, dann schauen wir mal, was da ist. Dumm, die dumm. Bisschen Repräsentation.
Wissensrepräsentation. Ah, hier, so, jetzt können Sie das aber leider irgendwie nicht mehr sehen, wie ich da weiter gescrollt habe. Können Sie das sehen? Nee, doch. Hä? Okay. Das ist natürlich. Okay, so, jetzt sehen Sie da wieder nichts, okay. Also, Sie merken, bestens vorbereitet hier. From current slide. Here we go. Sehr schön. So, Wissensrepräsentation. Und die Frage war, wie kommt es, dass Wissen abgerufen wird, vor allem da in Bezug auf Begriffe und Konzepte? Ich glaube, darauf bezieht sich vor allem auch die Frage. Genau, und zwar, Wissen ist dahin gehend organisiert in verschiedenen Repräsentationsformen. Also bei Begriffen und Konzepten ist es vor allem so, dass dies Klassen von Objekten sind. Also quasi so etwas wie irgendwie Tiere oder quasi Hunde. Und dass sie quasi dann verschiedene Lebewesen, die halt ähnlich sind beispielsweise, dann dieser Kategorie hinzufügen, dass wenn Sie quasi ein anderes Lebewesen sehen, was halt Features von einem vorherigen Begriff aufweist, dann dahingehend dann auch eingeordnet werden können. Und quasi je näher das dran liegt, und das ist, sehen Sie jetzt quasi hier bei diesem Beispiel, also irgendwie so, je nachdem, was für Features und was für Elemente die Kategorien haben, können Sie dann besser darauf zugreifen, wenn Sie dann ein weiteres, ein neues Objekt haben, was Sie dann betrachten wollen. Und das Wissen quasi von der Organisation her in Bezug auf Begriffe und Konzepte ist auch vor allem, das ist auch noch da mal dabei zu betonen, hierarchisch organisiert. Und das sehen Sie auch quasi jetzt hier, die Oberkategorie in dem Beispiel ist jetzt Tier und darunter wird dann hierarchisch mit weiteren Features quasi aufgeschlüsselt. Okay, was sind quasi andere Elemente, die quasi dazu dann auch zugehörig sind? Okay, ich hoffe, die Frage wurde damit auch so geklärt. Okay, so jetzt haben wir es, glaube ich, mit den Präsentationen hin und her springen auch heraus. Sehr gut. Also, wenn Sie noch weitere Fragen zur Vorlesung 3 haben, bitte in das Chatfenster stellen. Alright, Vorlesung 4. Intelligenz. Genau, da haben wir viele verschiedene Intelligenzmodelle auch betrachtet. Frage ist jetzt: Mittelwerts Stabilität, Stagnation, schwache Kurve auf Folie 40. Alright. Schauen wir uns mal Folie 40 gemeinsam jetzt hier an. So. Kurz da die Präsentation beenden. Und hier auf Folie 40 gehen. Folie 40, Intelligenz. Ha. Okay, das ist Folie 40 bei mir. Aber das ist wahrscheinlich nicht gemeint. So, hier, das hier. So, Mittelwerts Stabilität, Intelligenz entwickeln über die Lebensspanne. Allgemein wichtig ist es auch da natürlich doch mal sich hervorzu oder klar zu machen, dass Intelligenzquotienten auch vor allem sich darauf beziehen, was die jeweilige Referenzgruppe ist, nach der getestet wird.
Also dieser Graph jetzt hier betrachtet vor allem die Mittelwerte von den Personen in den jeweiligen Alterssträngen, den jeweiligen Altersgruppierungen und auch quasi da die Standardabweichungen. Und was Sie auch vor allem da sehen, quasi je höher quasi die Standardabweichung, desto mehr Streuung ist auch dabei, ist auch dabei dann auch zu sehen. Das heißt quasi, je älter Menschen werden, desto eher ist es so, dass dass es Unterschiede zwischen Personen in den jeweiligen Altersbändern gibt. Mittelwerte da, ich vermute, die haben jetzt das in dieser Studie normiert auf ein bestimmtes Alter und dann die Mittelwerte auch dann im Vergleich zu diesem fest normierten Alter dann auch gesehen. Und Sie sehen jetzt da, okay, die durchschnittliche Intelligenz, wenn man das jetzt betrachtet, relativ gesehen im Verlauf des Lebens, wo quasi die, wo quasi, wie sich das über die Zeit verändert. Ist das sehr stabil? Ich glaube, das war auch so ein bisschen da die Frage. Und was Sie auch da vor allem sehen, ist, dass es sehr darauf ankommt, welche Zeitintervalle Sie betrachten. Weil irgendwie von irgendwie 10 bis 20 Jahre gibt es rapide Veränderungen. Im Vergleich dazu von irgendwie Jahr 25 bis Jahr 40 oder so, ist so die, sind die Mittelwerte relativ in einem gleichen Band drin. Also es kommt halt da auch wirklich, je nachdem, was sie halt da als Stabilität betrachten, auch wirklich sehr darauf an, welches Zeitintervall sie sich da genauer anschauen. Alright. Genau, also das wurde da, glaube ich, noch etwas weiter präzisiert. Ich sehe gerade, es kommt eine allgemeine Frage zur Klausur. Ist mindestens eine der vier Unterpunkte richtig oder kann es sein, dass keine richtige sind? Wie Sie schon auch in den Quizzen gesehen haben, es kann sein, dass vier von vier Punkten korrekt sind. Es kann sein, dass drei von vier Punkten richtig sind, dass zwei von vier Punkten richtig sind, dass einer von vier Punkten richtig ist oder dass auch überhaupt keiner von den vier Punkten korrekt ist. Also seien Sie da auf vieles vorbereitet. Das wäre meine Empfehlung. Okay, Folie 5, Vorlesung 5 zum Selbstkonzept. Genau, da gab es Fragen. Was meinen Sie mit dem Punkt auf Folie 15 statistischer Zusammenhang mit Leistungsvermögen, aber keine Deckungsgleichheit? Okay, schauen wir uns Folie 15 nochmal genau an. Von Vorlesung 5. Alright, Vorlesung 5, Folie 15. Selbstkonzept. Genau, Selbstkonzept und das bezieht sich jetzt vor allem auf den zweiten Unterpunkt. Das ist keine, dass ein statistischer Zusammenhang besteht. Das heißt vor allem, dass es eine Korrelation vom Selbstkonzept mit dem Leistungsvermögen gibt. Also quasi je höher das akademische Selbstkonzept beispielsweise, desto höher auch die Leistungen, die Schülerinnen und Schüler erbringen.
keine Deckungsgleichheit heißt, man kann die Unterschiede in Schülerleistungen, also den, um es statistisch zu sagen, den Anteil der aufgeklärten Varianz in der Schülerleistung, kann man nicht vollständig mit dem Selbstkonzept erklären. Das heißt, es gibt weitere Variablen, die ebenfalls einen Einfluss auf die Schülerleistung besitzen. Okay, zweite Frage. Aber wieder auch eine sehr gute Frage. Also Sie haben da wirklich auch sehr viele gute Fragen gestellt. Okay, im IE-Modell, wie lässt sich erklären, dass die verbale und mathematische Leistung miteinander korrelieren, jedoch zwischen dem verbalen und mathematischen Selbstkonzept kein Zusammenhang besteht? Können Sie bitte noch einmal die motivationalen Mediatoren und den Zusammenhang mit Vorwissen, Selbstkonzept und Intelligenz erklären? Okay, das heißt, wir schauen uns jetzt das IE-Modell nochmal genauer an. Okay. IE-Modell. Mach auch am besten so, dann sehen Sie, wie ich da mich hin durchklicke. External Frame of Reference. Internal Frame of Reference. Okay. So, ja, das Spannende ist auch quasi daran, für solche Studien, man hat ja verschiedene Hypothesen, es wäre da auch beispielsweise eine Hypothese, dass man sich halt anschaut, okay, die Hypothese wäre da im Beispiel, wie ist der Zusammenhang zwischen verbalem Selbstkonzept und mathematischem Selbstkonzept? Das ist eine wirklich sehr valide Frage und die Frage kann man sich stellen und die Kommilitonin oder der Kommilitone, der die Frage gestellt hat, hat quasi genau diese Hypothese auch formuliert. Und genauso wie sich wie diese Frage entstanden wurde, die Forscherinnen und Forscher, die dieses Modell entwickelt haben, haben sich auch diese Frage gestellt und sie erinnern sich dann auch vielleicht an unsere Diagnostikvorlesung. Dann wurden quasi Instrumente entwickelt, ein Forschungsdesign gemacht, um quasi zu überprüfen, okay, verbales Selbstkonzept und mathematisches Selbstkonzept. Wie hängen diese beiden Faktoren voneinander ab? Besteht da ein statistischer Zusammenhang? Und das Ergebnis von dieser Studie war jetzt in diesem Fall, oh, der Zusammenhang scheint nicht, oder es scheint kein statistisch signifikanter Zusammenhang davon vorzuliegen. Also das ist quasi wirklich das Ergebnis von diesen Studien auch gewesen. Mit Mediation und Mediatoren, die wurden jetzt hier in diesem Modell jetzt nicht betrachtet, aber sie haben beispielsweise in dem Angebots-Dutzungsmodell ja auch gesehen, wie viele Faktoren einen gewissen Einfluss auf andere Konstrukte auch haben. Um dabei genau betrachten zu können, okay, wie ist da der jeweilige Zusammenhang von verschiedenen von diesen Komponenten, müsste man halt jetzt genau wie bei diesem IE-Modell Studien durchführen, um dann auch beispielsweise diese Mediationseffekte dann auch zu betrachten. Also von daher sehr gute Fragen, wenn Sie auch in Zukunft viele von solchen Fragen haben. Eine Karriere in der empirischen Bildungsforschung wäre Ihnen da beispielsweise gut möglich, um dann halt auch solche Fragen dann auch mit Ihren eigenen Studien dann auch zu beantworten. Alright. Weitere Fragen zur Vorlesung
5, wenn ja, bitte einfach auch stellen. Motivation. Genau, da haben wir uns so das Erwartungswertmodell angeschaut, extrinsische Motivation, intrinsische Motivation. Okay, ich sehe gerade, da gibt es im Chat eine Frage dazu. Ich lese die Frage vor. Im Quiz dieser Sitzung hieß es, dass die Selbstbestimmungstheorie unterschiedliche Ausprägungen von Motivation postuliert. Bezieht sich dies darauf, inwieweit Bedürfnisse, also Autonomie erleben, soziale Zugehörigkeit und Kompetenz erleben, befriedigt werden? Andernfalls handelt es sich meinem Verständnis nach nicht um Ausprägung, sondern um Gründe für das bestimmte Handeln von Menschen. Okay, schauen wir uns das mal wieder etwas genauer an hier. Dumm-di-dumm. Design. Okay, Motivation. Ach, im Quiz war es dazu. Das heißt, ich gehe einfach mal in die nächste Vorlesung, weil wir ja da die Quiz-Aufgaben auch drin haben. Okay. Selbstbestimmungstheorie postuliert unterschiedliche Ausprägungen der Motivation. Okay. Genau, die unterschiedlichen Ausprägungen der Motivation sind vor allem auch da jetzt zu sehen, in Bezug auf wieso Handlungen vollzogen werden. Quasi, ob die Ausprägung eher intrinsisch liegt, ob die Ausprägung eher extrinsisch liegt oder ob auch überhaupt keine Motivation, also eine A-Motivation vorliegt. Und je nachdem, welches von diesen drei Ausprägungen, also intrinsisch, extrinsisch, A-Motivation, vorliegt, dies beeinflusst dann auch unter anderem quasi, wie der Selbstbestimmungswert ist. Diese drei, dieses ABC of Motivation, also dieses Autonomie erleben, soziale Eingebundenheit und Kompetenz erleben, das beeinflusst auch vor allem, wie die intrinsische oder wie viel intrinsische Motivation in Personen vorliegt. Alright. So. Motivation. Wenn Sie noch weitere Fragen zur Motivation haben, bitte auch gerne ins Chatfenster auch stellen wieder. Ich schaue kurz, auch, ob da was Neues ist. Ist aber, glaube ich, nicht der Fall. Okay. Diagnostik und Evaluation. Genau, da hatten wir quasi zwei Vorlesungen quasi dazu. In der ersten auch vor allem so die Anwendungsfelder. Und wir haben uns vor allem auch in beiden Vorlesungen sehr diesen Prozess Ablauf da auch näher betrachtet. Da gab es zur ersten Vorlesung keine Fragen, zur zweiten allerdings schon. Und zwar die Frage war, inwieweit das Drei-Schichten-Modell und das Prozessmodell miteinander verknüpft werden. Ich zeige Ihnen da die Folien jetzt mal nicht. Sie wissen ja noch quasi so ungefähr, wie da die verschiedenen Modelle aussahen auch. Ist es so, dass je nachdem, ob Sie ein Schichtenmodell haben oder ein Prozessmodell, dass die verschiedenen Modelle verschiedene Schwerpunktsetzungen auch machen. Das heißt, in Prozessmodellen wird es vor allem betrachtet, inwieweit longitudinal auch Veränderungen vorliegen, beziehungsweise inwieweit da auch inwieweit man sich da diese zeitliche Abfolge von verschiedenen Dingen betrachtet. Im Gegensatz dazu sind Schichtenmodelle oftmals fokussiert, quasi zu einem speziellen Zeitpunkt sich verschiedene Dimensionen zu betrachten. Das heißt, Sie können sich theoretisch auch vorstellen, wie Sie quasi in so einem longitudinalen Modell die verschiedenen
Ebenen auch betrachten. Das heißt, prinzipiell sind es zwei verschiedene Modelltypen quasi, die man allerdings je nach Theorie dann auch in gewisser Weise dann auch da die Überschneidung dann quasi davon auch sehen können. Also quasi wirklich so, worauf dann halt der jeweilige Schwerpunkt auch gelegt wird. Aber sehr spannende Frage, so auch allgemein. Alright, Selbstregulation. Auch mit einer meiner Lieblingsvorlesungen. Bedeutung Selbstregulation, Modelle und quasi wie der Einfluss darauf ist. Da gab es ebenfalls keine Fragen zu. Das heißt, wenn Sie Fragen haben oder auch zu einer der vorigen, bitte in das Chatfenster auch herein oder Sie können sich auch melden und dann quasi hier über mein quasi direkt in die Vorlesung auch hereinkommen damit. Dann Lernstrategien. Freut mich übrigens auch sehr, weil ich auch teilweise als Feedback von Ihnen auch mitbekommen haben, wie Sie quasi die Lernstrategien auch quasi jetzt zur eigenen Klausurvorbereitung auch wirklich verwenden. Also das so war auch natürlich die Idee, dass Sie quasi hier in der Vorlesung viele Sachen auch lernen und auch dann reflektieren, die Ihnen dann auch im weiteren Verlaufe des Studiums dann auch und auch im Verlauf Ihres Lebens dann auch viel bringen. Genau, aber es gab auch dazu jetzt keine weiteren Fragen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, immer her damit. Unterrichtsmodelle war in der Vorlesung danach, wo wir uns vor allem verschiedene Modelle zur Beschreibung von Lehr- und Lernprozessen auch betrachtet haben. Ja, wie gesagt, wenn Sie da Fragen haben, bitte auch gerne die Fragen stellen. Ich gehe auch gleich dann doch mal quasi in unser Zoom, in unser Formular auch herein, ob wir da irgendwelche Fragen übersehen haben. Aber wir hatten quasi die Fragen, wenn halt da Fragen gestellt wurden, ich glaube, gestern Mittag oder so in die Folien übertragen. Also wie Sie sehen, wurden anscheinend sowohl in den Reading Reactions beziehungsweise auch schon so während der Veranstaltung auch wirklich viele Fragen auch schon soweit dann auch geklärt. Also ist ja auch so an sich nicht schlecht. Genau, digitale Technologien haben wir uns angesehen. Jo, multimediales Lernen und auch da verschiedene Befunde zu digitalen Technologien. Gab es ebenfalls keine Fragen dazu. Das heißt, Sie haben jetzt quasi, weil wir sehen, dass wir auch schon am Ende der Vorlesung angekommen sind, quasi keine weiteren Fragen haben. Aber wir haben noch ein paar Minuten. Von daher, irgendwie, wenn Sie Fragen haben, bitte stellen Sie diese. Ich schaue auch noch mal kurz hier in dieses Google-Formular auch noch mal herein. Oh, wunderbar. Ich sehe, oh, ein Traum, da gibt es Fragen. So. Ich fange mal mit der letzten Frage an. Auch sehr wieder, wie auf die Klausur fokussiert. Wenn circa 7 Fragen pro Vorlesung gestellt werden, haben wir quasi 91 Fragen. Nö. Und zwar, Sie werden insgesamt 7 Themenkomplexe haben. Das heißt, für 7 Vorlesungen bekommen Sie 4 Fragen. Und 7 mal 4, das heißt, Sie werden 28 Fragen haben jetzt hier für unsere Veranstaltung. Dann eine weitere Frage. Wird es auch spezifische Fragen zu den Texten der Reading Reactions geben in der Klausur? Prinzipiell ist das, was wir quasi in den Quizzen gemacht haben, immer eine sehr gute Klausurvorbereitung gewesen. Und die Quizze waren auch teilweise schon Klausurfragen in den vorherigen Jahren. Das heißt, wenn Sie mich fragen würden, wie soll ich mich darauf vorbereiten, wäre meine Empfehlung, sich darauf so vorzubereiten, wie Sie auch die Quizze gut beantwortet haben, weil die Klausuraufgaben dann genauso
sind. Rein prinzipiell sind die Vorlesungstexte schon klausurrelevant, aber quasi die Reading Reactions, die quasi Mitstudierende geschrieben haben, sind natürlich nicht klausurrelevant. Also ich werde halt natürlich dann keine Frage stellen, so von wegen, oh, hier Person XY hat in der Reading Reaction Folgendes gesagt, was sagen Sie dazu oder so. Das kommt natürlich, so etwas wird dann nicht der Fall sein. Oh, zwei Fragen. Okay, perfekt. Ich mache zuerst die erste Frage hier. Folie 23 der letzten Vorlesung steht, dass multimediale Lernmaterialien verwendet werden, um sachfremde Belastungen zu verringern, um mehr Platz für lernrelevante kognitive Aktivitäten zu schaffen. In dem Vorlesungsvideo wird jedoch erwähnt, dass zusätzlich auch lernrelevante Belastungen minimiert und mehr Platz für inhaltsbedingte kognitive Aktivitäten geschaffen wird. Okay, schauen wir uns Folie 23 nochmal gemeinsam an. Alright. In jedem Fall eine sehr gute Frage auch wieder. Week 13. Okay, Folie 23. Okay. So, okay, die Frage war, multimediale Lernmaterialien, um sachfremde Belastungen zu verringern. Ja, also so grundsätzlich ist es so, dass Sie überlegen müssen, was sind sachfremde kognitive Belastungen. Also das sind beispielsweise solche Dinge wie die Arbeits Umwelt, die Lernumgebung und vielerlei von Belastungen, wenn Sie beispielsweise arbeiten und quasi nebenher irgendwie Sie noch irgendwie die Spülmaschine ausräumen wollen. Schwierig. Das ist dann eine sachfremde Belastung, die quasi auf Ihr Arbeitsgedächtnis wirkt. Und quasi in der Lernumgebung wollen Sie halt das möglichst so designen, um dann beispielsweise Pop-up-Windows, die halt irgendwie blinken und halt irgendwie viele Animationen oder auch Reize hervorrufen, die nicht unbedingt lernförderlich sind, so etwas zu vermeiden, weil dann diese zusätzlichen Elemente dann quasi ihr Arbeitsgedächtnis überlasten können, weil diese sachfremde Belastung dann dadurch erhöht wird. Genau, und quasi allgemein das Arbeitsgedächtnis, das haben wir ja auch quasi in einer der ersten Vorlesungen betrachtet, das hat halt nur eine gewisse Kapazität. Das heißt, je besser es Lernumgebungen packen, sachfremde Belastung zu reduzieren, heißt das natürlich, dass die anderen Elemente, wie beispielsweise lernrelevante Komponenten, dadurch halt auch dementsprechend mehr Platz einnehmen können. Und das sollte auch so ein wenig auch das Ziel dabei auch dann sein. Ja. Also ich glaube, die Frage wurde auch damit geklärt. Und dann finale Frage und danach sind wir auch, wir sind schon über der Zeit, das gibt es ja gar nicht. Finale Frage, danach, also wenn Sie wollen, können Sie auch logischerweise schon irgendwie unseren Zoom-Raum verlassen. Das Video wird ja auch wieder auf YouTube hochgeladen. In der letzten Sitzung haben Sie sowohl vom integrierten Modell des Text- und Bildverständnisses als auch vom Hamburger Verständlichkeitskonzept geredet. Meinten Sie das gleiche Modell? Okay, wir sind auch schon gleich in der richtigen Vorlesung hier. Gucken wir uns das nochmal genauer an. Also
Prinzipiell werde ich da auch schon probieren, quasi für die Klausur, das auch möglichst präzise dann halt auch immer das alles zu formulieren, sodass sie halt dann auch genau wissen, okay, welche Theorie ist jetzt im Zweifel auch gemeint. Ich kann irgendwie in den Folien jetzt nicht gerade hin und her springen, das ist natürlich nicht gut. Okay. Das Hamburger Verständlichkeitskonzept. Genau, das ist hier dieses Einfachheit, Gliederung und Ordnung und so weiter. Und also hier diese Komponenten, die Sie jetzt da sehen, das sind quasi die zentralen Aspekte von dem Hamburger Verständlichkeitskonzept. Integrierte Modell des Text- und Bildverstehens. Würde ich sagen, ist, dass es eher ein weiteres Modell ist. Text- und Bildverstehens. Einfach, Gliederung, Ordnung, Kürze und Prägnanz. Nee, das sind zwei verschiedene Konzepte. Genau. Auf Folie 21. Theorie. Genau, ja. Richtig. Also hier dieses integrierte Modell des Text- und Bildverstehens ist nicht unbedingt das Hamburger Verständlichkeitskonzept. Wäre vielleicht gut gewesen, da dieses da vielleicht noch als weiteren Spiegelstrich oder so als viertens Hamburger Verständlichkeitskonzept da auch noch vielleicht mit aufzunehmen. Wenn wir quasi für die zukünftigen Iterationen dann auch verändern. Okay, Frage wurde damit auch vielleicht geklärt. Jo, perfekt, alles klar. Ja, also soweit. Die Fragen, wenn Sie auch noch weitere Fragen haben sollten, schreiben Sie dies auch ruhig auf Piazza auch herein. Sie können dann auch logischerweise auf Piazza, wenn Sie sehen, dass ein Mitstudierende oder ein Mitstudierender Fragen hat, die dann auch bitte auch gerne beantworten, weil Sie haben ja auch gesehen, anderen Mitstudierenden Themen erklären, Lernstrategien ist auch für Sie ein Vorteil. Soweit. Mir hat das Semester wirklich viel Freude bereitet. Ich glaube, wir haben alle auch wirklich viel gelernt und sich quasi auf dem Weg jetzt auch gut begleitet. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall auch viel Erfolg, sowohl bei der Klausur als auch quasi allgemein auf Ihrem weiteren Weg durch Ihr Studium hier. Also in dem Sinne würde ich sagen, bis wir uns das nächste Mal dann auch vielleicht sogar in Person und in Real dann auch sehen. Ich freue mich drauf. Ciao.